So. Was? Ist der Dietrich weg? Oh, ich dachte, jetzt komme ich hier raus, ey. Kein Gitter der Welt kann mich ab. Das hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Da ist nichts mehr zu holen. Kann ich da vielleicht was reinpacken? Warte. Katze? Und dann fährt die nämlich nach oben und macht irgendwas. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Kaffee, Beruhigungsmittel, Wünschelrute. Kann ich nur Wasser mit? Handschweißgerät. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Das ist es. Ich zünde den Baum einfach an. Gizmo geht in den Brandschutzmodus und ich kann über die Rutschstange entkommen. Wenn ich den Baum nur von hier aus erreichen könnte. So hatte ich mir das eigentlich gedacht. Ja, theoretisch ist es möglich, aber praktisch... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Hey, hallo! Was ist denn? Lassen Sie mich raus! Rauslassen? Warum zum Kehricht sollte ich das tun? Ich muss Goal vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Noch hast nicht. Den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Ich weiß es. Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Ein Faulenzer? Einen ewigen Unruhestifter? Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst und nicht selten kaputt machst oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ich werde mich... Der unverbesserliche Rufus. Ach, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Diese Actionmusik, ne? Dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Was? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung, aber bei deinem Strafregister? Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Ich habe den Boden gerade frisch gewischt. Ich geb's auch. Gut so. Feuer! Netter Versuch, aber meine Branddetektoren würden mir mehr... Hunger? Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Lörre und Kaktusbrot. So lange wirst du es noch aushalten. Lörre. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Das ist ungefähr so, wie wenn ich koche. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Medizinischer Notfall. Wenn du hier... Und jetzt gib endlich Ruhe. Lassen Sie mich raus. Aus. Ich... Gut so. Vorher. Mach nichts. Okay, hat nicht viel gebracht, war nicht sehr viele Informationen dabei. Zellen, Gitter, Baum. Was haben wir hier noch? Loch, Feuerlöscher, Gizmo. Katze, Kaffee? Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Kann ich... Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar. Hast du so ganz leicht anzünden, dann läuft die Katze rüber zum Baum. Hey, aufhören! Nicht mit der Wünschelrute spielen! Hey, auf! Das muss nicht umgeführt. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Was soll das? Ich wollte... Aber nach dem dritten... Hä?
Tonis Beruhigungsmittel. Doch wie kann nichts Tonis Beruhigungsmittel. Ich kann nichts nehmen. Er guckt jetzt gerade einfach alles an. Jetzt wieder? Jetzt wieder. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Ja, Trichter da rein. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Das muss nicht umgefüllt werden. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Okay. Feuerlöscher, Polizeifach. So rein logisch funktioniert hier gerade nichts. Nein, wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug kommen. Niemals. Und Toni. Gold trinkt ihren. Niemals. Und Toni wird. Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. So rein logisch ist hier gerade nicht so viel. Katze, Feuerwehr. Ich kann das Ding nicht. Also weil mit unlogischen Sachen gehen. Ich kann das Ding nicht mehr. Nein. Das ist es. Gizmo, wenn ich den Baum nur von. Jetzt bin ich wieder ein bisschen. Huch! Nein! Nein, 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 nein! Ich habe wieder aus dem Bildschirm rausgeklickt, entschuldigt. Zellengitter, den Stock kann ich nicht nehmen. Gizmo will mir nicht helfen. Hier ist das Fach, aber. Weiß ich, kann ich da irgendwas zwischenstecken? Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Immer wenn ich links aus. Ich bin voll überfragt, ne? Wie soll ich hier rauskommen? Ich kann die Katze da. Kannst du auf den Baum? Na. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch. Alarm! Brandschutzmodus aktiviert. Ach. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Was ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Mietz, Mietz, Mietz. Frechheit siegt. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu Wenzel, oder? Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass. Natürlich, Feuerwehrmänner retten ja Kätzchen von Bäumen. So, gehen wir runter zu Wenzel, würde ich sagen. Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni, du? Was fällt dir ein?
ein? Hierzu? Was? Gar nichts mehr. Sieh an. Bitte. Der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Nein. Hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wenzel und Toni? Goal. Ah. Hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Macht ihr voll einen auf Pimp. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Also, Wenzel, ich fass es nicht in den Keller. Das ist ein Schrank. Goal! Schränken. Nein. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Aufmachen, Organon! Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass Sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus? Was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupfgewehren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh, du Verräter! Schnell. Zuschweißen. Das dauert so lange. Was haben wir hier noch? Verbarrikadieren. Alles klar. Das war klar. Nein! Das Erdmagnetfeld. Zerstört. Was? Was? Hm? Oha. Rufus, lauf! Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Ussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Goal darüber zu bekommen. Auf geht's! Schon wieder. Ach, ich hab das Mikrofon nicht an. Ja, wir haben gerade ein Dings freigeschaltet, eine Errungenschaft. Husser, es geht ums Prinzip. Der gute Poki hat wieder einmal ein bisschen was gesungen. Gefiel mir sehr, sehr gut. Ja, meine lieben Freunde, aber das war es erst einmal für diese Folge. Wir sind, glaube ich, im nächsten Akt gelandet. Richtig genial. Und Wenzel, das wirst du bereuen. Dieser Verräter. Ah, mit unserem Erbe wurde er zu einem reichen Mann und hat uns auch noch unserer Ex-Freundin beraubt. Und uns verraten an die Obrigkeit. Wenzel, das hätte ich nicht von dir gedacht, wisst ihr?
wir waren mal gute Freunde. Gut, meine Freunde, es geht erstmal um, wir machen nächste Folge weiter. So rum wollte ich das eigentlich sagen. Ich hoffe sehr, dass euch das Projekt gefällt. Also das Spiel ist super geil. Also wirklich, ich habe lange nicht mehr so gelacht bei einem Teil. Warum wächst da oben eine Blume? Aus dem Kran. Sehr mysteriös. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Midnight. Ciao. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er: Ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Oh.